sind wir wieder und wir werden uns gleich mit dem guten Wenzel unterhalten, der sich unsere Sachen gekrallt hat nach unserem erfolglosen Fluchtversuch von Deponia. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Ach, darauf müssen wir ihn dringend ansprechen. Und darauf. Und darauf vielleicht auch. Ich sehe schon, wir gehen mal wieder alle Möglichkeiten durch. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Ja, dann könnten wir doch eigentlich seine Nummer bekommen, ne? Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Wenzel ist schon so ein kleines, mieses Stück, oder? Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Ich würde ihm das zu gerne sagen, wie unglaublich egoistisch das ist, denn da warten ja schließlich noch andere Leute. Es wäre nicht nur Rufus, der gerne drankommen würde. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja, man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Oh, eine Wünschelrute? Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Ich hätte ja so eine Theorie, aber die behalte ich jetzt mal für mich. Bis später. Genau. Hier wohnt also Wenzel. Da vorne steht, ist das ein Pokal? Das sieht wie ein Pokal aus. So ein Mantel, wie wir ihn schon aus Tonis Hütte kennen. Bücher, scheinbar liest Wenzel gerne. Oder stellt sich zumindest gerne Bücher ins Regal. Das ist ein Handtuch. Vielleicht ist es eine Dusche. Oder das Badezimmer. Oder eine Zeitkapsel oder was auch immer. Die Wünschelrute, wie gesagt. Wir können in den Keller gehen oder ins Badezimmer. Schauen wir uns erstmal die Wünschelrute an. Ich glaube ja nicht, dass wir sie mitnehmen dürfen. Wenzel scheint mir jetzt nicht so der großzügige Typ zu sein. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge, ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Also nicht nur Rufus ist ein unglaublich schlechter Freund. Wobei, ich glaube, Wenzel hat viel unter ihm gelitten. Vielleicht ist es da ganz verständlich, dass er jetzt Rufus das Ding nicht geben möchte. Ich würde sagen, wir gehen erst ins Bad und dann in den Keller. Ein kleines Badezimmer. Ziemlich süß, auf jeden Fall hübscher als das Badezimmer bei Toni. Also ein Schrank, den wir nicht aufmachen können, ein kleines Fenster. Waschbecken, aus dem bestimmt nur wieder dreckiges war, oh, ein Schwamm. Er ist aufgedunsen, er ist nutzlos und er hat einen Schwamm in seiner Küche. Okay, dann nehmen wir den auf. Schwamm. Ich dachte erst, er redet vom Schwamm, aber er hat wohl seinen Freund Wenzel gemeint. So klingt Freundschaft. Ah, Kaminofen. Für warmes Wasser. Alter, was ist denn da drin, ne? Da ist doch... Ist das nicht ein Flaschendeckel, der da liegt? Ja, oder was anderes. Machen wir erstmal wieder zu. Hier ist erstmal nichts Interessantes. Und wir gehen wieder nach unten. Und schauen jetzt mal in den Keller. Keller? Wo geht da jetzt in den Keller?
kleines Kellerchen. Hier ist weiter nichts. Da haben wir eine Schubkarre. Ja, sieht nach Schubkarre aus. Leitungen. Rohr. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Okay, eine Dusche also. Vielleicht ist es das blaue Ding in der Mitte. Wenn mich mein Brillant... Okay. Aber was machen wir mit der Dusche? Ich sehe eigentlich nichts, wo wir mit interagieren können. Und wir haben... Können wir den mit dem Rohr... Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Also nein. Und ich nehme an, mit den Luftballons... Wir könnten versuchen, ob wir mit den Luftballons oben was machen können. Habe ich erwähnt, dass ich nicht mehr sicher bin, wie die einzelnen Sachen hier gelöst werden müssen? Nicht an, dass wir den Schwamm da reinpacken können. Gute Idee, wenn die Ballons nur nicht so schlapp rumhängen würden, wie Wenzel immer. Ah. Das heißt aber, die Ballons und der Kaminofen sind schon mal keine schlechte Kombination. Wir müssen sie nur aufgepustet bekommen. Können wir das dann irgendwie machen? Nee, ne? Das erinnert mich an letztes Silvester. Der Plan mit den Ballons war gut. Es war nur der falsche Tag. Er ist aufgedunsen, er ist nutzlos und er hat einen Schwamm in seiner Küche. Okay, schauen wir uns auch die Magneten an. Diese schwarzen Bretter sind so praktisch. Okay, wir wissen insgesamt, dass wir einen Kaffee kochen müssen. Ich würde mal sagen, wir gehen dahin, wo wir noch nicht waren. Das wäre hier einmal die Gasse und Tonis Laden. Gehen wir doch mal direkt hier. Ups, ist das kleine Ding weg. Schade. Da ist es wieder. Oh, wir können es nicht angucken. Schade, schade. Auf zu Tonis Laden. Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Trag es wie ein Mann, Rufus. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft, der Himmelsstürmer, der Windjockey, der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären, und doch steht er hier, direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht, diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir... Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Ach, immer diese liebevollen Konversationen zwischen Toni und Rufus. Schauen wir mal, wie sie uns noch so beleidigt. Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Okay, ich glaube, ich muss aufhören, von wir zu reden, wenn ich Rufus meine, denn mit Rufus kann ich mich eigentlich so gar nicht identifizieren. Oh, ich bin vielmehr auf Tonis Seite. Ich glaube, wir sind jetzt einfach mal Toni. Und lassen uns jetzt fragen, warum wir so sauer sind. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Oje, oje. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Ja, wir gehen einfach alles nacheinander durch. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt,
Ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Oder du versuchst einfach, ihn hinter dir zu lassen und nicht mehr mit ihm zu reden. Ich fürchte, das geht bei Rufus nicht. Der kommt immer wieder. Immer wieder. Wie Columbo. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Ach je. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Ich mag Toni wirklich. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Macht es mich zu einem schlechten Menschen, dass ich Toni mag? Ich glaube nicht. Ich glaube, sehr vielen Leuten würde es wie Toni gehen. Und wir würden Rufus einfach nicht mögen, wenn wir ihn im wahren Leben ertragen müssten. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Progerie infiziert hast. Also meine Version war lustiger. Okay, merke, lasse Rufus niemals mit deinen Haustieren allein. Das wird schiefgehen. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken, was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Ich glaube ja, Toni bringt uns um, wenn wir die Haken klauen wollen. Finger weg von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Das vielleicht auch. Kram. Kram ist immer gut. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken, was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Tja, doppelte Aussagen sind nicht ganz so cool. Mehr Kram? Ich klicke jetzt nicht nochmal Kram an. Aller guten Dinge sind zwar drei, aber wir brauchen nicht dreimal Kram. Ich hab's unten schon gesehen, wir haben ein Fenster und die Mühle. Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Ja. Krieg ich kein Krümel? Gar keiner. Tatsache, gar keiner. Warum hier ist ein Fenster? Ach, herrlich. Der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Und erneut bin ich froh, dass wir nicht riechen, wie es hier so riecht. Schauen wir die Coupons nochmal an und lassen uns von Toni nochmal darauf hinweisen, dass wir sie nicht haben dürfen. Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Und? Nein, du bekommst sie nicht geschenkt. Tolle Geschenkgutscheine. Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen, ausatmen. Okay, Toni meditiert. Leider halten diese Übungen nie lange vor. Irgendwas macht sie falsch. Können wir denn, während sie gerade nicht guckt... Finger weg. Ist ja gut. Und können wir vielleicht Haken klauen, während sie nicht guckt? Ah, ouch!
Ey! Aua! Guck mal! Ach, so eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte! Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier, nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Toni tut mir so leid. Oh Gott, wir haben sogar einen Haken bekommen. Aber ist schön, dass sie wenigstens noch was zu lachen hatte. Dann gehen wir doch mal direkt in ihre Hütte zurück. Oder können wir sie nochmal ansprechen? Oh, sagen wir, ich glaube, das hatten wir noch nicht, oder? Ich habe ganz schön was durchgemacht. Ja. Wenn du dich nicht ständig verletzen würdest, hätte ich überhaupt keine Freude mehr im Leben. Für den Fall, dass es wieder passiert, weißt du ja, wo unsere Hausapotheke ist. Gut, dann gehen wir dahin. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. So, es gibt keinen direkten Weg. Das heißt, ich schätze mal, wir müssen durch die Gasse gehen. Und landen dann vermutlich wieder irgendwo bei Tonis Hütte. Gehen wir doch direkt mal hin und sparen uns den Weg zum Dorfzentrum. Joa, hier geht's zum Dorfkern. Da ist Hanek wieder. Zur Notfallstation. Lonzos Kneipe. Kommen wir zu Tonis Hütte zurück? Egal, wenn wir schon mal hier sind, gucken wir uns hier natürlich um. Sprengsignal. Können wir das läuten? Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum! Ich ahne was. Die haben wir bestimmt mal geklaut. Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. Aber erst würde ich mich gerne umgucken. Ich gucke mich immer tatsächlich zuerst gerne um, bevor ich mit Leuten rede. Ein Papagei, wie süß. Netter Papagei. Ja, wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Der arme kleine Papagei. Mit dem können wir auch reden. Okay, dann reden wir zuerst mit dem Papagei und dann mit Hanek. Eindeutig. Leichte Entscheidung. Hallo. Hallo. Hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignorier ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar verstaubt, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Ah ja. Ich habe Hunger. Okay, und? Der namenlose Papagei ist also hungrig. Sehr schön. Netter Papagei. Ja. Wir benutzen ihn und was macht einen neuen? Verstehe. Okay, dann reden wir jetzt einmal mit Hanek. Oder gucken ihn erst nochmal an. Sollte er nicht eigentlich die Rohrleitungen instand halten und Mülllawinen wegschaufeln? Fauler Sack. Ja, fast wie du, nicht wahr, Rufus? Hallo, Hanek. Ach, hier, Rufus. Genau. Ist schön, dass er sich unseren Namen nicht merken kann. Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum! Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten. Krieg ich hin. Habe ich im Inventar. Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es das dann. Ach, wusste ich's doch.
Okay. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Ich entdecke gerade, dass da oben Chamäleon sitzt. Das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Ich möchte es angucken. Aber erst müssen wir, glaube ich, unser Gespräch zu Ende führen. Ich möchte es ungern unterbrechen, so mittendrin. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Rufus, Wenzel oder Toni. Wenzel? Wenzel. Mal nachdenken. Wenzel? 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 Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Und wenn ich Toni heiße? Toni. Mal nachdenken. Toni? 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 Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Und wenn ich ehrlich bin und sage, dass ich Rufus heiße? Rufus. Mal nachdenken. Rufus, Rufus, Rufus. Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Schade. Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Das glaube ich ihm sofort. Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Armer Papagei. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich habe schon eine Frau, die ich in den Stollen schicken kann. Und für zwei Frauen ist es da unten zu eng. Ach ja, L'amour. Die Beziehungen auf Deponia müssen unglaublich romantisch sein. Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Das ist ja schlimm mit dem. Ich kann... Oh, schade. Ich kann das Chamäleon nicht angucken. Das ist so süß. Ich kann klicken. Nee, auch nicht. Notfallstation. Hier geht's auch nicht runter. Die Frage ist jetzt, was wir zuerst machen. Magnete an die Tafel? Wobei ich ja keine Ahnung habe, wie wir die anordnen sollen. Oder zur Notfallstation. Oder aber in Lonzos Kneipe. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in Lonzos Kneipe. Ha, da war was. Das war jetzt mir auf gut Glück getippt. Dann gehen wir aber zuerst mal in Lonzos Kneipe. Ah, Rufus. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super, danke. Alles klar. Den kennen wir übrigens aus dem Tagtraum, wo er von Gold fantasiert hat. Da war Lonzo und hat ihn angefeuert. Und das hier ein ganz besonders schickes Schild. Ne Kuh? Hippo? Oh Gott, oh Gott. Gucken wir uns mal um, was wir hier so alles haben, bevor wir mit Lonzo ein Pläuschen halten. Wir haben hier einen Dartpfeil. Na klar, als könnte man mit dem Pfeil tatsächlich die Scheibe treffen. Kann man bestimmt, wenn man gut ist. Aber Lonzo ist ziemlich cool. So, dass er uns jetzt nicht die Hölle heiß macht, weil wir unsere Schulden nicht begleichen. Vermutlich ist er einfach schon so sehr daran gewöhnt, dass wir ohnehin nie Geld haben. Dass er sich gedacht hat, ach ja, sich aufregen bringt ja ohnehin nichts. Das ist ein roter Vorhang, das ist ein Kopf von einem Metallhund. Das können wir nicht untersuchen, fangen wir mit dem Schild an. Flörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Wie kommt man von Plörre auf Steak? Und die Plörre, wenn das das Zeug ist, was aus dem Wasserhahn kommt... Ich glaube, normale Menschen würden auf Deponia nicht überleben. Lonzo ist echt total gechillt. Also wirklich... Plörre, das macht von so. Und jetzt? Okay, wieder? Bin schon gespannt, was ich mir dafür einfallen lasse. Ich auch so ein bisschen. Die Sache hat schon einen Haken. Sie braucht nicht noch einen. Tadam. Toni trägt den Hausapothekenschlüssel stets bei sich. So bekommt sie immer mit, wenn ich mich verletze. Eine Freude muss sie am Leben haben, nicht wahr? Geht nach den roten Vorhang. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten.
Na, dann sprechen wir ihn noch mal drauf an. Der arme Lonzo. Ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Warum bezweifle ich das? Du, Lonzo. Ja. Ach, so viel wieder zu bereden. Lang nicht gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuwak. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So viel steht fest. Schade für euch, dass ich weggehe. Zum Heulen. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn... Sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Glaub mir eben sofort. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo? Alles klar? Okay, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein, warte noch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Muss ich Angst haben? Oh Gott, der geht hinter den Vorhang. Oh! Das... Okay. Oh Mann! Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Hey, wow. Du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine. Aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Espresso. Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Was für ein Gekrakel. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Ersatz? Hat er gerade Ersatz gesagt? Er will das Zeug Goal einflößen und für Ersatz sorgen. Ach du Heilige. Gut, ich würde allerdings sagen, wir verschieben das Kaffee bzw. Espresso machen auf das nächste Mal. Und machen uns dann erst daran, die lustigen Zutaten und Ersatz für die Zutaten zu finden. Ich frage mich ja, wo man hier klares Wasser herbekommen soll. Ich habe die Plörre gesehen und ihr auch, die aus dem Wasserhahn kommt. Das ist alles, aber nicht klar. Naja, aber darum kümmern wir uns dann das nächste Mal. Bis dahin, hoffe... Jetzt wollte ich mich verabschieden und noch was sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gebt mir doch vielleicht einen Daumen nach oben, wenn ihr Spaß hattet. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.